Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Siege, Gilde Nummer 2. The Chive Nation ist unser Gegner. 20 Minuten Zeit. Wie ihr seht, es könnte kaum knapper sein, dieses Match. Und ja, da würde ich mal sagen, ich kann es tatsächlich noch irgendwie rumreißen, dann muss ich das jetzt mal versuchen, oder? Also, auf, los geht's. Los. The Chive Nation. Jetzt versuchen wir dieses Match noch irgendwie zu gewinnen. Denis, die. Ja gut, mit dem Leon Petard vorne, dann passiert da gar nichts mehr. Man merkt halt auch wirklich hier den Unterschied zwischen Gegnern von Gilde 1 und Gilde 2. Der hier hatte jetzt tatsächlich fast gar nichts im Deck, was irgendwie auf Kostüm hingewiesen hätte. So, weiter geht's. Lass uns das mal probieren hier, mal schauen, ob wir was rocken können. Kostüm. Hier hätte ich tatsächlich Kostüm. Komm, wir fangen auch mit der Lila an, dann gucke ich erstmal, mit was er kommt. Na, jetzt habe ich wieder den Leon Petard. Wieder Cigarette Addicts. Und damit ist dann dieses Match hier auch schon wieder gewonnen. Komm, ist jetzt egal. Sieg. Ja, Leute, es wird auf jeden Fall mega spannend. Schauen wir mal. So, oh, wir führen. Jetzt haben wir die Führung übernommen. Gegen die Chive Nation. Erinos Born. Ja, da würde ich mal sagen, da fangen wir mal mit dem Bender an. Dann machen wir hier den Liegeschule-Abschluss. Irate Lobster. Jetzt sieht man auch schon hier Liegeschule-Abschluss jetzt mit einer Krone. Seht ihr ja, was jetzt hierbei rauskommt. Das ist jetzt nicht wirklich gut gelaufen für mich. Jetzt habe ich mich auf den Biegeschuleabschluss konzentriert und habe gar nicht mitbekommen, dass ich das Match verliere. Na gut, also. 801. So, Ike 3.14. Fugenpistole. Oh mein Gott. Muss das denn sein? Mal hier gleich noch den mit hinzu, dass so viel Schaden wie möglich verursache. Wie viele Leben habe ich? 74. No risk, no fun. Toll, was bringt mir das jetzt alles? Ich muss jetzt trotzdem erstmal blocken. Alter, das kann doch nicht so. Ist zum Verrücktwerden. Das ist zum Verrücktwerden. Sechs Matches noch. 15 Minuten noch nur. Und jetzt gegen einen 92er. Dombom. Gegen einen 92er. Ich will da hinten.
den Bobby mit dem Leon Pettert. Cigarette Addicts, Dom Bom. Den besiege ich, ne? So, noch fünf. Bob. Eine Dollarmesse. Nach wie vor eine gute Wahl. Kleiderschrank. Mal so rum. So, nächstes Match gewonnen. Minuten noch. Jetzt sind wir sensationelle 60 Punkte gerade mal in Führung. Und schon wieder gegen Dombom mit 92. Leben, was ist denn das? Level 13 Bänder ist das, okay. Ich muss erstmal mit Wasser kommt. Okay. Das ist ja nicht so tragisch. Ein Grillkoch. Kann ich sogar mal sowas hier neben dran setzen. Also ganz ehrlich, das wäre eigentlich eine ganz gute Kombo, ne? Wir das so rum machen würden. So rum. Weil ich nämlich schon fast gedacht, dass er mit sowas kommt. Und jetzt macht mein Roger in Verkleidung die schlimme Tina kaputt. So! Ah, I love gas attacks. Ich habe es schon fast vermutet, dass sowas passieren würde. Also, nächstes Match gewonnen. Siebzig Punkte Vorsprung. The Chive Nation. So, was haben wir jetzt? Komm, wir fahren jetzt mal mit Bänder an und schauen mal, was passiert. Dann spiele ich jetzt als nächstes erstmal einen Roger neben dran und schauen wir mal noch, was passiert. Okay, es passiert scheinbar nicht viel, dann kann ich den jetzt echt mal spielen. Und jetzt habe ich hier tatsächlich ein Problem. Warum? Leon Petter hat neben dran. Lasse ich nochmal die betrunkene Lila durchkommen. Und dann haben wir gegen Harry Heller gewonnen. So. Zwei Matches noch. Sind wir schon 80 Punkte in Führung. 11 Minuten haben sie noch Zeit. Und ich habe noch zwei Matches. 11 Minuten haben sie noch Zeit. Linda Welcher. Ja, zehnfach Hijack. Aber was er nicht hat. Über 21 Angriff. Aha.
So, bedeutet also, er kann sich dann natürlich auch nicht mehr hochheilen und dann ist er tot. Sind wir schon bei 90 Punkten Vorsprung. Machen wir da mal eine glatte 100 raus. Gegen Jereman 21. Alles nicht wirklich berauschend, ne? Fangen wir mal im Kleiderschrank an, dann gucken wir mal, was kommt. Oh! Ja, ein Teufel Henk ist natürlich auf einer Kostüminsel. Der absolute Overkill. Bin ich auch froh, dass ich sowas habe, sowas Schönes. Und dass der jetzt gleich dann auch weg ist. So, damit haben wir Jereman 21 besiegt. Ist das nicht geil? So. Okay, zwischendrin ein bisschen geschwächelt. Jetzt haben wir genau 100 Punkte Unterschied. 8 Minuten 39. Schauen wir mal, wie viele haben denn bei denen bis jetzt gekämpft? Bei der Chive Nation. 38 haben bis jetzt bei denen gekämpft. Bei uns? Schau mal rein. Joseph, Tristan, Outlaw D, Georgios, Marunga, James, Nords, alle jeweils mit einer glatten 100. Zardos, Mark Foul, Scotty Pippen, Sie Mark, Nuxter, Lord Universe, 91. X-Strike, dann ich, Mark Oliver, 500, Andrelo, Gabe, 28, Gabriel D, Player, Schmobi, Woban, Ruffy, Treffy, Badass, Charlene, Suarez, Stewie, Beneath, 73, Dreifuchs, 71, Quarkmüller, 64, Fred, der P, Slimchi, Bob, nee, b-b-b-b-b-b, Sixar, nee, die beiden hier mit 3, mit 55, Sixars, Xars, Bobob, Max mit 46, Albertus, Wanda, Heiler, Fanzinho, Travis, Blay, Looper, Cooper und 808i35. So, damit haben wir tatsächlich 41 Aktive in dem Siege gehabt. Und jetzt sind noch 7 Minuten zu spielen. Ich glaube, dass wir das gewinnen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand in 7 Minuten, also nur allein durch Durchskippen wird er keine. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir gucken mal bei denen nochmal. Ist da irgendjemand noch? Ja, die haben alle gekämpft und alle Kämpfe gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, dass da jemand noch Kämpfe offen hat. Die haben alle ihre Kämpfe gemacht. So. Ne? Alle Kämpfe sind gemacht. Punkte Unterschied. Es rührt sich hier nichts mehr. Ich glaube nicht, dass in den letzten 6 Minuten jetzt noch irgendwas großartig passieren wird. Ich denke, das haben wir gewonnen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, immer noch 100 Punkte Unterschied. Also spätestens dann, wenn es nur noch 5 Minuten sind, glaube ich nicht, dann glaube ich wirklich nicht mehr dran, dass da noch was passieren kann. Also ich habe schon die verrücktesten Sachen erlebt. Also wir hatten ja schon mal so eine Gilde als Gegner, wo ich mir denke, was war das denn? Da haben die in den letzten 10 Minuten über 10.000 Punkte bei einem Rumble gemacht. Also das war
sowas von absolut pervers. Da ging auf einmal der Counter ist gerattert, wie funktioniert das? Habe ich vorher in meinem Leben nicht gesehen. Aber hier, so, erstens sind nicht mehr so viele Accounts offen. Zweitens sind es jetzt tatsächlich nur noch 5 Minuten. 1, 5 Minuten. Ja, da tut sich nichts mehr. Das Ding haben wir gewonnen. Gratulation. Sensationelles Match. Gegen die Chive Nation. Kampf um Platz 179. Ja, da kriegen wir halt im nächsten Kampf eins auf die Mütze. Aber macht auch nichts. Lieber jetzt mal noch dieses Match hier gewinnen. Und dann. Ja. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roller mit mir im gleich. Auch rein was. Bis dann und tschüss.